Krasser Angriff auf unsere Heizungen bei uns zu Hause. Das Heizungsgesetz war Robert Habeck nicht genug. Drei grüne Ministerien haben sich jetzt eine nächste Schandtat ausgedacht. Du und ich, wir sollen für 12,3 Millionen Heizungen in diesem Land eine neue Abgabe bezahlen. Diese neue Abgabe widerspricht sogar den europäischen Vorgaben, die sie aus Brüssel erhalten. Und sie verarschen vor allem jeden Parlamentarier. Der eigentlich etwas anderes abgestimmt hatte im Bundestag. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Bundesregierung, allen voran, Robert Habeck, Steffi Lemke und Cem Özdemir, alle drei grüne Minister, wollen uns jetzt hier unterm Hintern eine Form der Heizung, die bei den Deutschen sehr beliebt ist, nicht wirklich wegnehmen, denn sie können uns dazu nicht zwingen. Allerdings sagen sie jetzt, es wird darauf ab 01.01.2025 eine neue Abgabe fällig. Um was geht es? Nein, die Ölheizungsbesitzer, sie sind nicht betroffen. Geht es um Gasheizungen? Nein, die sind auch nicht betroffen. Es geht um alle, die Holz als Energiequelle nutzen, sei das Scheitholz, Holzpellets oder Holzhackschnitzel. Holz soll nämlich ab sofort nicht mehr CO2-neutral sein. Man möchte ab sofort die 1,7 Tonnen CO2, die bei der Verbrennung einer Tonne Holz entstehen, die allerdings das Holz im Wachstum aus der Atmosphäre bindet. Deswegen sagt die Europäische Union, dass Holz klimaneutral ist in der Verwendung. Das möchte die Bundesregierung jetzt abschaffen. Und wir sollen ab 1. Januar 2025 jetzt die CO2-Abgabe auch auf Holz bezahlen. Das widerspricht der Vorgabe der Europäischen Union. Und so gibt es hier. Nicht wenige, die quasi auf die Barrikaden gehen für diesen neuen Vorschlag. Die Holzwirtschaft, sie ist außer sich. Sie spricht hier von Rechtsbrüchen und rechtlichen Konsequenzen. Zitat, wer auch immer diese Entscheidung fällt, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Es gibt jetzt hier ganz viele Verbände, die völlig außer sich sind. Und zwar zum Beispiel der Chef des Energieholzverbandes DEPV, Martin Bentele, sagt hier Zitat. Dass nachgelagerte Behörden wie das UBA die Entscheidungen des Parlaments einfach konterkarieren, muss für die gewählten Volksvertreter doch frustrierend sein. Für die Volksvertreter frustrierend sei mal dahingestellt. Es ist frustrierend für dich und für mich. Wir haben in diesem Lande 1,1 Millionen Haushalte, die Holzenergie als Primärenergiequelle benutzen. Dazu kommen 11,2 Millionen Haushalte, die Einzelraumfeuerstätten, die sogenannten Kaminöfen oder Kachelöfen als Ergänzung benutzen. Benutzen. Darunter falle auch ich. In meiner Immobilie steht ein Holzofen. Einfach zur Unterstützung. Denn das Haus ist umgebaut auf Wärmepumpe. Das ist aber ein anderes Thema. Zusätzlich haben wir 700 Heizkraftwerke in diesem Land, die mit Leistung über 10 kW hier in der Industrie zum Beispiel Schwarzlauge verarbeiten, Rinde verbrennen, andere Reststoffe aus der Papier- und Zellstoffindustrie zur Strom- und Wärmeerzeugung nutzen. Auch diese sind ab sofort davon betroffen. Ob jetzt hier auch die Papierindustrie zum Beispiel bezahlen muss für ihr Holz, was sie abnehmen mit der CO2-Abgabe, lässt die Regierung aktuell völlig offen. Das Bundesumweltministerium, dem angegliedert ist das Umweltbundesamt aus Dessau, und die stufen jetzt den Brennstoff Holz hier als klimaschädlich ein. Es gibt einen CO2-Rechner auf ihrer Webseite, der wurde jetzt neu programmiert, und dort wird auf der Seite der Behörde jetzt die 1,7 Tonnen CO2 der Verbrennung einer Tonne Holz. Zugeschrieben. Es ist hier ein Schlag ins Gesicht. Wild gewordene Minister der Partei, die nur im Sinkflug ist, in, seit den in allen Umfragen der letzten Wahl, die wollen jetzt hier sich hinwegsetzen über Entscheidungen der Europäischen Union und sagen: Ja, ist ja schön, dass ihr alle in der EU sagt, Holz ist klimafreundlich. Wir sagen nein und wir wollen das nicht und vor allem wollen wir euch zur das Ganze ist natürlich von der Bundesregierung nicht offiziell. Robert Habeck sagt: Laufende Sachen möchte er nicht kommentieren. Das hat er schon einmal richtig verbockt mit dem Heizungsgesetz und jetzt kommen sie hier hinterher. Wir nennen das Ganze jetzt die nationale Biomassestrategie (NABIS kurz). Dort drin wird jetzt die Einführung einer CO2-Abgabe auf Holzenergie vorbereitet. In dem Papier heißt es konkret: die Bundesregierung wird bis 2025 ein Konzept entwickeln wie die Klimawirkung der energetischen Nutzung holzartiger Biomasse insbesondere auf europäischer Ebene adäquat abgebildet werden kann, zum Beispiel indem ein realistischer und angemessener CO2-Faktor für die Verbrennung von holzartiger Biomasse eingeführt wird. Federführend ist das Ministerium von Roman Habeck. Also können wir hier ein Kinderroman erwarten, wenn wir dann am Ende dieses Gesetz lesen wollen. Er sagt hier Zitat. Zwischenstände werden grundsätzlich nicht näher kommentiert. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Das stand noch nicht mal im Koalitionsvertrag. Die besonders waldreichen Bundesländer, die Machen schon Widerstand über ihre Bundesländer. Zum Beispiel Bayern. Hubert Aiwanger sagte Welt am Sonntag, diese ideologisch motivierte Verteuerung der Holzenergie müsse verhindert werden. Wir müssen wegen des notwendigen Waldumbaus in den nächsten Jahren große Mengen Holz zur Verfügung haben. Und damit hatte er vor allem Recht. Denn er sagt hier, würden wir dann das ungenutzte Holz im Wald verfaulen lassen, wird das CO2 frei, ohne dass wir die Wärmeenergie daraus genutzt haben. Und damit haben Sie vollkommen recht. Es ist vollkommener Wahnsinn, jetzt hier wieder irgendwelche Abgaben einzuführen, obwohl die Europäische Nachhaltigkeitsverordnung selbst sagt, das Verbrennen von Holz ist. Eine erneuerbare Energie nach deren Definition. Sie sind völlig wahnsinnig und vor allem wollen sie sich hier wahrscheinlich für die nächste Wahl wirklich vorbereiten darauf, mit unter 5% aus den Parlamenten zu fliegen. Wer es nach dem Heizungsgesetz immer noch nicht verstanden hat, dass man solche Sachen nicht so einfach lapidar und hier mal schnell über das Knie gebrochen quasi den Leuten verkaufen möchte, der hat es nicht anders verdient, als sich am Wahltag die berüchtigte Klatsche abzuholen und hier wird es wirklich klatschen und zwar kein Beifall. Es werden hier Träume zerplatzen. Ricarda Lang muss dann vielleicht ja doch irgendwann mal wieder arbeiten gehen. Stellt euch das mal vor. Stellt euch das mal vor, Frau Lang kommt nächstes Mal nicht in den Bundestag, weil die Grünen rausfliegen. Dann steht sie da, kriegt 18 Monate Übergangsgeld und dann war es das für sie, ja? Wo kam sie vorher her? Hm, sehr niedriges Lohnniveau habe ich mir sagen lassen, ja? Arbeitslosenversichert ist man nicht im Bundestag, da kann sie gleich Bürgergeld beantragen gehen. Aber wir werden sehen, was die Grüne Partei daraus macht. Ich finde, wie man so suizidal veranlagt sein kann als Partei, ist völliger Wahnsinn. Also, das ist wirklich völliger Wahnsinn. Wie können Sie jetzt hingehen und sagen, Holzverbrennen ist klimaschädlich, obwohl man ja weiß, dass also Holz bindet ungefähr so viel CO2 beim Wachstum, wie es am Ende in der Verbrennung freisetzt? Dazu kommen halt natürlich Rußpartikel, Feinstaubpartikel. Und andere Begleitstoffe der Verbrennung, die sind wirklich nicht so gesund. Aber nee, jetzt gehen Sie dahin und wollen euch wieder die Heizungen hier mit einer extra Abgabe belasten. Hat ja beim Klimageld so funktioniert. Ich gucke in meine Tasche, da fehlt drei Jahre Klimageld, was sie uns versprochen hatten. Ja, ja, die EEG-Umlage, die haben sie dann gesenkt aus Steuermitteln. Die EEG-Umlage wollen Sie uns als Geschenk verkaufen. Dabei sind es ja Subventionen, die der Staat den Altanlagenbetreibern versprochen hat. Und da scheuen Sie sich heranzugehen, weil es juristische Konsequenzen mit sich bringt. Deswegen nehmen Sie lieber dein und mein Geld und wollen uns einfach jedes Mal noch einen draufgeben. Immer noch einen drauf, immer noch einen drauf. Und genau wegen dieser schönen Meldung hier. Ich hatte schon länger überlegt, ob ich in meiner Immobilie statt der einen Holzfeuerstätte als Unterstützung in der anderen Etage noch eine zweite Holzfeuerstätte als Unterstützung einbauen soll. Und alleine weil Sie es hier nicht wollen, ja, werde ich mir noch eine zweite Holzfeuerstätte einbauen und sie vom Schornsteinfeger selbstverständlich abnehmen lassen. Denn der Kamin trägt auch zwei Öfen. Ich habe. Eine Wärmepumpe soll mir keiner vorwerfen. Ich würde hier Öl und Gas verbrennen, bin auch ganz zufrieden damit. Allerdings bin ich mal gespannt, was es in 15 Jahren für Technik gibt. Holzenergie zur Unterstützung ist bei der Wärmepumpe ja immer nur für den Blackout gedacht, beziehungsweise wenn dann die Außentemperatur wirklich mal minus 18, minus 20 Grad hat, dann funktioniert das Ganze so nicht mehr wie gedacht. Aber ich bin gespannt, wie siehst du das. Hast du einen Holzkamin oder hast du sogar eine Holzzentralheizung, eine Scheitheizung im Keller? Wie gesagt, 12,3 Millionen Personen oder Haushalte sind betroffen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass die Grünen hier wieder nur ideologisch verblendet vorgehen. Abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram. Du kannst hier Mitglied werden beim Kanal. Ansonsten sage ich Ciao. Bis bald.